erstes. Was wir als erstes betrachten müssen, ist immer das WWW. Nicht das World Wide Web, sondern das Warum, Wie, Was. Warum, Wie, Was. Das bedeutet erstmal, warum heißt, warum möchte ich ein Ziel erreichen? Dann kommt die zweite Sache, wie erreiche ich das Ziel und was will ich überhaupt erreichen? Warum, wie, was? Das bedeutet jetzt, warum ist der Punkt, warum entscheide ich mich für etwas? Warum möchte ich abnehmen? Als Beispiel, nehmen wir diesmal das Beispiel abnehmen und nicht reich sein. Warum möchte ich abnehmen? Dann kommt die Fragestellung, wie mache ich das? Zum Beispiel mit einer Diät oder einer kompletten Ernährungsumstellung, zum Beispiel mit Kaloriendefizit durch Low Carb oder Low Fat. Und das Was, also das Abnehmen. Es fängt natürlich immer mit dem Was an. Das Was ist natürlich, wie gesagt, das Ziel, Abnehmen. Wie? Durch die Diät. Warum ist der wichtigste Punkt, wenn wir zum Thema Motivation kommen? Meistens ist es so, beim Abnehmen zum Beispiel, man macht eine Diät und irgendwann, sage ich mal, kommt der Punkt, wo man die Diät abbricht, weil man vielleicht einen Jojo-Effekt hat. Ja, man nimmt am Anfang ab und dann am Ende nimmt man dann mal wieder zu oder nimmt nicht mehr richtig ab. Stimmungsschwankungen, ja, man wird aggressiv oder gereizt, hat schlechte Laune, weil man ständig Hunger hat, Freunde fressen hier und da. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sich sagt, warum mache ich das überhaupt alles? Ich fühle mich schlecht, meine Freunde oder was weiß ich, wer machen hier und da und genießen das Leben und essen und hier. Und ich muss auf alles achten, ich habe keinen Spaß, es schmeckt nicht oder ich kann nicht so essen, wie ich will. Motivation ist im Keller, macht keinen Spaß, aus und vorbei. So, jetzt kommt der Punkt, die interne und die externe Motivation. Intern bedeutet, wenn man etwas selbst will. Das heißt, ich gehe mal davon aus, du bist jemand, der, sagen wir mal, du bist übergewichtig und du fühlst dich selbst wirklich unwohl in deinem Körper. Du fühlst dich unwohl, weil du vielleicht beim Sitzen hast du hier die Speckrolle oder du hast vielleicht, du wirst vielleicht sogar ein bisschen kurzatmig oder die Sachen passen nicht mehr so, wie du das möchtest und du dir sagst, das will ich jetzt ändern, das kotzt mich an, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich fettes Schwein, ich möchte abnehmen, es kotzt mich an. Dann ist das eine interne Motivation, die aus dir selbst herauskommt, weil du etwas willst. Die externe Motivation ist immer etwas, das von außen kommt. Das heißt, die äußere Umwelt beeinflusst dich so sehr, dass du Motivation bekommst, etwas an deinem Zustand zu ändern. Zum Beispiel, du wirst gehänselt draußen. Ja, die Leute sagen zu dir, du dicke Schwein. Oh, das ist fies. Oder ähnliche Sachen. Oder lachen dich aus, gucken dich komisch an. Das sind so Punkte. Es ist eine Energie, kann man sagen. Die kommt von außen und verursacht bei dir dann die Motivation, das zu ändern. Es ist aber in erster Linie nicht deine wirkliche Motivation. Weil du änderst es, weil dich etwas von außen stört. Das habe ich ja in meinem ersten Motivationsvideo schon gesagt. Wenn du zum Beispiel zu Hause in deinen eigenen vier Wänden bist, dann fühlst du dich vielleicht gar nicht so unwohl in deinem Körper. Ja, dass du vielleicht sagst, ich fühle mich eigentlich ganz gut. Ich will aber abnehmen, weil mich das da draußen ankotzt mit den Leuten. Ihr seht, das passt überhaupt nicht mit der ersten Person, die nämlich dann sagt, nein, das gefällt mir wirklich nicht. Ich fühle mich zu dick, ich will abnehmen. Das ist die interne Motivation. Und um jetzt genauer darauf noch einzugehen, komme ich jetzt mal noch zu dem Fakt, wenn ich mich mit etwas motivieren möchte, sagen wir mal in den Bereich Sporttraining. Im Sportbereich sagen wir mal, ich möchte heute ins Fitnessstudio fahren und mein Training durchziehen, ich habe aber keinen Bock. Jetzt tue ich mich intern motivieren. Das wäre jetzt zum Beispiel, dass ich mir vielleicht nochmal bewusst mache, warum ich hingehe oder warum ich das mache. Würde zum Beispiel bedeuten, ich denke jetzt nochmal daran, dass ich ein Sixpack haben will oder dass ich ein bisschen Muskelmasse aufbauen möchte. Oder wenn es zum Beispiel jetzt Fußball ist, ich möchte besser werden, ich will ja irgendwann jetzt mal in der
der oder der Jugend spielen, ich muss jetzt ins Training, um besser zu werden. Das ist die interne Motivation, die man auf sich selbst rausholt. Eine externe Motivation wäre in dem Fall, sich von außen motivieren zu lassen. Zum Beispiel vor dem Training, wenn ich keine Lust habe, mir vielleicht auf YouTube ein Motivationsvideo anzugucken. Motivation Bodybuilding oder Motivation Fighting, wenn ihr Kampfsport macht. Irgendwie sowas. Dann guckt ihr euch etwas an, was euch motiviert. Oder es kann zum Beispiel auch die Musik sein, dass ihr ins Fitnessstudio fährt, macht euch dann den MP3-Player rein und dann kommt eure selbst erstellte Motivationsliste an Songs, die euch da motiviert. Ja, das ist eine externe Motivation. Oder zum Beispiel auch Trainingsbooster, wenn das manche kennen. Ja, so ein Ergänzungsmittel sozusagen. Ein Trainingsbooster, den trinkt man sich vor dem Training und dadurch wird man gepusht. Da ist Koffein, Taurin drin, Beta-Alanin. Das sind Stoffe, die euch hochpushen, euch euphorisch werden lassen und euch in gewisser Weise dann motivieren. Es ist aber keine Motivation, die auf eurem Kopf entsteht. Wie gesagt, das ist die interne, das ist die externe Motivation. Wenn wir noch weiter in das Thema eingehen, kommen wir schon zum dritten Punkt. Und das ist die langfristige oder die kurzfristige Motivation. Was ist langfristige, was ist kurzfristige Motivation und wie ihr die bekommt und was das bedeutet, seht ihr im dritten Teil, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir einen Daumen hoch. Bleibt ihr Batman und hängt an der Decke, gebt mir einen Daumen runter. Und ich würde sagen, Leute, ich hoffe, ihr seid nicht Batman. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir haben hier den Punkt, wo wir sind. Das ist unser momentaner Standpunkt oder auch der Start. Und das Ziel, was wir haben, in dem Fall reich zu werden, ist hier. Das Ziel. Und was wir jetzt dazwischen haben, was ist das? Natürlich der Weg. Das ist der Weg dorthin. Das kann in manchen Fällen eine kurze Zeit sein, von Wochen, Monaten oder Jahren. Es kann aber auch das ganze Leben sein. Das gesamte Leben, von Anfang bis Ende. Und das Problem ist meistens im Leben, dass dieser Weg vom Start zum Ziel halt, und das brauche ich, das ist ja nicht